Kürze beginnt das letzte Auswahl des Westdeutschen Hockeyverbands. Schiedsrichter dieser Begegnung sind Sebastian Volkerts und Sebastian Albiz. Thank you.
Wie bitte? Wir haben gestern schon angefangen. Ja, auf dem, wir haben immer ein Gedicht für die Mannschaft mit. Für jeden Gegner. Schnell, schnell, komm, lauf durch, Blumische! Oh, Mensch. Sehr gut. Vorhand, lass den doch in der Vorhand. Scheiße, dieses Mann. Auf, komm alle, Tempo! Ja,
Alles klar, ich stelle mich mal zu Hause. Ja, ja. Das war eigentlich. Mama, am Auto. Die hat dann erstmal meine Sachen. Die muss ich machen. Schon aufgeben, die Ehre. Ich kann nicht mehr so. Die hat mich auch des Westdeutschen Hockeyverbands. Torschütze der Spieler mit der Nummer 11, Christoph Mente. Ich habe also im Augenblick, wir haben da ganz schön viel.
Ja, ja, aber wir gehen da, das ist nicht so. Ja, ja. 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 Ja,
Ja, das ist ja.
Aber kannst du dir vorstellen, dass ich die Fahrt nicht mehr von der Er hat das gefunden, was er gesehen hat. Er hat nichts gesehen, hat auch nichts gesehen. Ich habe gerne 20 Minuten erst mal. Da ist er.
Juli! Heute darfst du den Ball liegen! Juli! Die Dugel, das ist die Reise, der Arme ist das Rohr! Ja, Halbzeit war 1-0, ne? Oder was? Nein, ich bin nicht. 2-0. Das stimmt, der hat vorhin 1 geschossen. Ja. Der Mittelfeldspieler, die Nummer 11. So, ich habe jetzt ja, ich habe auch gedacht, dass eine unplätzige Zeit und 30 Uhr. Aber der Verband hat das ja vorgekriegt. Man kann das nicht das Wetter nicht mit überrechnen. Wenn es kalt wäre, wäre das das Beste. Pass auf, jetzt kommt hier. Siehst du das? Ja? Der wechselt die Seite und bringt damit den Druck auf die andere Seite. Und die anderen bringen damit das Spiel dann ganz anderes Gewicht. Ne? Boah! Junge! Der muss runter. Das ist eigentlich. Der hat den voll gelaufen. Mein letzter Mann hat den geschubst. Nur mit dem Ziel, ihn umzuschmeißen. Also, ja, mit Gelb ist er extrem gut bedient. Ja. Das ist extrem gut mit diesem. Oh, das war ja cool. Ja. Ja, im vollen Lauf. Und Gelb und Kind in Hosen. Ja. Ja. Da sagt dem Schiedsrichter nochmal herzlichen Dank. Das war nicht gegeben, das war. Das gibt auch eins. Oh, den Freischlag! Ich hab das vorhin nicht verfolgt. Ingo! Herr Ingo! Herr Bergmann, das ist nicht gegeben. Das war nicht gegeben. Ich
Ja, weil die zu früh ausgelaufen sind.
aber eigentlich nicht rauslaufen. Müsste der eine, der jetzt grün gekriegt hat, gleich zu legen. Dann gibt's Geld für alle. Nee, geht ja nicht, wenn die jetzt noch. Ja, klar. Dann gibt's ja einen Mächer. Der WHV geht mit 2:0 in Führung. Torschütze mit der Nummer 5, Benjamin West. Herr Bergmann, 2:0 ist jetzt. Stand 1:0. Thank you.
3:0 für den WHV Torschütze mit der Nummer 10, Ingo Strajkowski. Der macht im Moment gerade einen Sprung.
ist der Körper nicht entwickelt. Da muss er erst mal. Guck mal oben rechts außen. Guck mal, welchen Weg der geht. Ich gehe mal, ich gehe nach außen raus. In der Spielern bin ich anders geschaltet als wenn ich gleich. Guck mal, wie die Leute hinten stehen. Ja. Hast du das gesehen? Jens? Guck mal, wo die Leute stehen da hinten. Die Weichen im Prinzip den Bogen spielen können. Und jetzt kommt er auch. Und guck mal außen, da siehst du. Also das Spiel ist ja wesentlich besser als die beiden Spiele gestern. Ja, die beiden natürlich. Die Mannschaften haben ja bis vor ein paar Minuten relativ gleichwertig das Spiel gestaltet. Das ist natürlich auch schwer, sich mit beiden dann nochmal Gas zu geben. Ist Rot der Ersatztrick oder der Fahrstuhl? Der Fahrstuhl ist weiß-grün. Ja, ist richtig. Und jetzt ist, weil der Typ, der hat den Ball zurückgeschlagen. Also das war schon Sachsen. Klasse! Ja. Wie der Torwart es schafft, mit den Schienen zu springen. Die Schienen sind jetzt leicht heutzutage. Früher war das sicherlich schwieriger zu springen. Aber es ging auch. Ich habe über ein Jahr gebraucht, damit ich das nicht. Aber das ist doch. Hat die Schätze noch immer besser? Das ist doch nicht immer alt. Ich habe noch eine Kilo. Wie viel Kilo wiegen die, Peter? 15. Ich hab ne Problem. Ja. Woo!
Ja, da kann man Brötchen. Ja, das sag ich dir, der Spaß. Der Spruch macht ja Spaß. Das ist Renés Spruch. Ja, deswegen. Oder das ist Glas. Ja, oder das ist ja mit meiner Oma schneller. Meine Oma, die würde ich gerne mal sehen. Das Spiel Baden-Württemberg gegen den Westdeutschen Hockeyverband endete mit 0:3. Die Torschützen für den WHV mit der Nummer 11. Christoph Mente mit der Nummer 5. Benjamin Wess und mit der Nummer 10 Ingo Strahlkowski. Falsch gesagt. Lenke.